war Dozent Dr. Privatdozent ist noch nicht erst seit neuestem Satz in der Landwehrkommission, deswegen musste ich das sitzen vor dem Markus Leimann und Herr Professor Christian Filk musste sich sehr kurzfristig heute entschuldigen. Genau. Aber ich denke, wir werden es hier gut alleine bestreiten. Ja. Ja, dann hallo auch mal von meiner Seite, Markus Leimann, freue mich sehr über das Interesse. Ich werde auch gleich loslegen, damit ich da auch im zeitlichen Rahmen bin. Genau, als 1979 Jean-François Lyotard öffentlichkeitswirksam das Ende der großen Erzählungen verkündete, dachte wohl niemand daran, dass es einige Dekaden später zu einer Renaissance dieser Denkfigur kommen würde. Diesmal nicht als politische Idee, sondern in Form einer soziotechnischen Infrastruktur. Diese ist so mächtig geworden, dass man nicht mehr über sie sprechen kann. Sie steht sinnbildlich für das Ende der Geschichte, so wie es Francis Fukuyama nach dem Zusammenbruch des Kommunismus formuliert hat. Gemeint ist damit die Digitalisierung und die damit einhergehenden Veränderungen von gesellschaftlichen Prozessen und Strukturen. Nahezu alles soll nun transformiert werden und das Ausmalen von fiktiven Zukünften hat Hochkonjunktur. So ist wahlweise von einer digitalen Bildungsrevolution gemeint als Endstufe bildungstechnologischer Entwicklung, bei der nun intelligente Systeme wie Learning Analytics den Menschen sagen, wie und was er zu lernen hat, oder von einer Dystopie die Rede, bei der nun Google, Facebook und Amazon das sind, was früher der Orwellsche Überwachungsstaat oder das Benthamsche Panoptikum waren. Dass es medientheoretisch fundierte Konzeptualisierung wie die Simulacren von Baudrillard gibt, möchten wir an dieser Stelle als Aufforderung für mehr Transdisziplinarität kurz einwerfen. Stattdessen bestimmen die beiden mentalen Modelle, Revolution oder Dystopie, zumeist unser Denken und Handeln. Was fehlt, sind reflektierte Analysen und Interpretationen. Bildung bietet hierfür ein gutes Instrumentarium, da es sowohl Prozessmerkmale, also Bildung als nie abzuschließender Prozess der Auseinandersetzung mit sich selbst, mit anderen und der Welt, als auch anthropologische Aspekte, das Menschenbild, enthält. Beide Komponenten implizieren ein bestimmtes semantisches Bedeutungsfeld, dass es um Missverständnisse oder Kolonialisierung zu vermeiden, zu explizieren gilt. Es gibt mehrere Beispiele für eine feindliche Übernahme von Bildung, wie etwa im Zusammenhang mit der sogenannten Schulcloud, die sich bis zu einer Instrumentalisierung von Humboldt als heutigen Fan der Cloud steigert. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung möchten wir mit unserem Vortrag nun eine bildungswissenschaftliche Einordnung des Digitalisierungsdiskurs vornehmen, am Beispiel der KMK-Strategiebildung in der digitalen Welt. Diese Strategie stellt neben anderen Dokumenten wie der BMBF-Strategie eine für Hochschulen zentrales Rahmenwerk dar und konstituiert eine bestimmte Lesart von Bildung im Spannungsfeld von Digitalisierung und Hochschule. Diese versuchen wir zu dechiffrieren und die tiefere Bedeutungsebene freizulegen. Zur Analyse schlagen wir ein bildungstheoretisches Gerüst vor, das wir mit zeitgenössischen Überlegungen zur Digitalisierung ergänzen. Beginnen wir also mit den bildungstheoretischen Grundlagen, die von folgender Frage ausgehen. Was bedeutet Bildung im Kontext der Digitalisierung von Hochschule? Wir sehen Bildung in der Tradition von Humboldt stehen als ein Prozess, der über kognitives, emotionales, motivationales und soziales Lernen hinausgeht und das umfasst, was schwammig als Persönlichkeitsentwicklung verstanden wird. Dass es schwammig ist, stellt kein Defizit dar, sondern ist im Gegenteil die einzige Möglichkeit, es zu denken. Persönlichkeit kann nicht in Standards, Kompetenzraster oder Qualifikationsprofile gepresst werden, sondern ist prinzipiell unbestimmbar. Wie sich Persönlichkeit entfalten, kann nicht prädeterminiert werden. Es lassen sich jedoch einige Leitlinien formulieren wie Autonomie, Selbstbestimmung und Emanzipation. Diese können als Kriterien fungieren, mit denen die Sinnhaftigkeit von Bildungsprozessen und Maßnahmen diskutiert werden kann. Weiterhin ist Bildung ein nie abzuschließender Prozess, der den Menschen das ganze Leben begleitet, ohne jedoch in das neoliberale Narrativ des lebenslangen Lernens zu verfallen. Bildung kann nicht verordnet werden und dient auch nicht der Optimierung des eigenen Humankapitals, sondern geht vom Individuum aus und ist auch nur hier verpflichtet. Kommen wir nun zu einem weiteren wichtigen Aspekt, dem Menschenbild. Das heißt die Vorstellung vom Wesen des Menschen.
Was macht ihn aus und unterscheidet ihn vom Tier oder Roboter? Die Kontrastierungen zeigen an, dass das Menschenbild keine für alle Zeiten gültige Einheit bildet, sondern sensibel für gesellschaftliche Veränderungen ist. Was zur Zeit der Industrialisierung der Homo faber war, ist heute in der Netzwerkgesellschaft der Homo digitalis. Die Bestimmung einer solchen anthropologischen Reflexionsfigur hat gerade erst angefangen, entsprechend fragil ist sie noch. Sie ist auch Gegenstand hegemonialer Kämpfe im Spannungsfeld von Informatik und Ökonomie. Ausgetragen werden die Kämpfe um die Deutungshoheit auf diskursiven Plattformen wie dem Hochschulforum Digitalisierung oder im Strategiepapier wie Bildung der digitalen Welt. Von Interesse sind dabei die BIM-Verhältnisse der drei großen Bereiche Bildung, Digitalisierung und Hochschule sowie deren Interdependenzen. Wir werden versuchen, die jeweils argumentative Eigenlogik aufzuschlüsseln und diese dann mit einem kritischen Verständnis um Bildung und Digitalisierung gegenzulesen. Bevor wir beginnen, noch ein paar Worte zur Institution Universität. Sie ist unser Untersuchungsgegenstand, aber auch der Ort, an dem wir sozialisiert werden und wurden. Diese doppelte Bedeutung gilt es mitzudenken. Wir sehen aktuell den starken Versuch einer verordneten Transformation bzw. in Anlehnung an Nietzsche einen Willen zur radikalen Umgestaltung. Die Universität kann sich leicht auf dünnes Eis begeben, wenn sie unhinterfragt in dieses Spiel einsteigt. Dass diese Tagung hier den Suffix 4.0 trägt, ist ebenso ein Ausdruck des Willens zur Umgestaltung. Demgegenüber stellen wir einfach. Gleichzeitig sehen wir auch den Bedarf, Universität neu zu denken. Dies erfordert eine Such- und Reflexionsbewegung, die Digitalisierung jenseits von technischen Kategorien der Transformation und Disruption analysiert. Dabei kommen zentrale Narrative ins Spiel, wie es so beispielsweise im Buch Das Kapital sind wir von Timo Daum beschrieben werden. So hat sich das Internet in einem der Menschheitsgeschichte einmaligen Versuch der Vernetzung von Personen und Ideen zu einer digitalen Oligarchie von Service-Providern und Netzdienstleistern entwickelt. Wir leben heute in einem Informationskommunismus, der jedoch von einem privat organisierten Regime von Algorithmen kontrolliert wird. Ganz selbstverständlich nutzen Angela Merkel, Donald Trump und wir Twitter und freuen uns, den Politikern nahe zu sein. Auch können nun dank Facebook ganze Regierungen gestützt werden, wie wir alle während des arabischen Frühlings miterleben durften. Und spielte das sogenannte soziale Netzwerk eine große Rolle bei den Präsidentschaftswahlen 2016 in den USA. Die digitale Transformation ist, so sollte diese kurze Skizze illustrieren, ein komplexes Thema. Politische und ökonomische Interessen werden zum Teil geschickt verschleiert und Technologien als Segen für die gesamte Menschheit verkauft. Es ist Aufgabe der Hochschulbildung, diese zu dechiffrieren und die Menschen zu mündigen, selbstbestimmten Digitalbürgerinnen und Bürgern zu entwickeln. Schauen wir uns nun die Strategie der KMK-Bildung in der digitalen Welt an. Die Präambel gibt Aufschluss über die Ausrichtung bzw. Rahmung der Strategie. Vor dem Hintergrund des eingangs vorgestellten dichotomen-mentalen Modells Digitalisierung als Dystopie versus Digitalisierung als Revolution orientiert sich die Präambel der Kategorie der Revolution zu. Damit wird ein enorm positiver Erwartungshorizont konstruiert, bei dem unter anderem von neuen Möglichkeiten der individuellen Förderung bei formaler Bildung die Rede ist. Es ist ein deterministisches Verständnis von Technik, wenn von neuen Chancen und Herausforderungen gesprochen wird. Digitalisierung wird so auch eher als technischer Prozess verstanden, Zitat, indem digitale Medien und digitale Werkzeuge zunehmend an die Stelle analoger Verfahren treten und diese nicht nur ablösen, sondern neue Perspektiven in allen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bereichen erschließen, aber auch neue Fragestellungen, zum Beispiel zum Schutz der Privatsphäre, mit sich bringen. An späterer Stelle heißt es dann, Zitat, die Digitalisierung beschreibt einen grundsätzlichen Wandel in der Verbreitung von Daten, Informationen und Wissen. Diese Sicht impliziert, dass wir Menschen in eine passive Rolle gedrängt werden, was zum Beispiel die Anpassung von infrastrukturellen, rechtlichen und personellen Rahmenbedingungen erfordert. Andererseits zeigt sich auch eine Bereitschaft zum Überdenken von curricularen Strukturen und Bildungsplänen. Für den Bereich Hochschule, der im Unterschied zur Schule einen geringeren Platz einnimmt, wird eine zweifache Zielstellung formuliert. Zum einen sind sie immer noch der dominante Ort, an dem neues Wissen geschaffen wird, der für das Funktionieren der Gesellschaft benötigt wird. Zum anderen sind sie auch Verwerter der neuen digitalen Werkzeuge und der damit entstehenden Strukturen und Prozesse.
Was das im Einzelnen für die Hochschule bedeutet, anhand von Anforderungen und Handlungsbedarfe entlang der Kategorien Lehre, Lehrende, Studierende, Curriculum, Open Educational Resources, Qualitätssicherung, Unterstützung der Lehrenden, Ausstattung und Anbindung, Hochschulstrategie und Vernetzung definiert. Wir werden uns diese Kategorien nun im Hinblick auf den Bildungsbegriff bzw. dem Bildungsverständnis sowie der Charakterisierung von Digitalisierung zusammenfassend ansehen. Das Bildungsverständnis, so wie es in der Strategie durchschimmert, ist als ambivalent bis widersprüchlich zu werten. So gibt es Aussagen, die einem klassischen, das heißt in der Tradition von Humboldt stehenden Bildungsbegriff entspringen, wie zum Beispiel, Zitat, die Lernenden sollen in die Lage versetzt werden, selbstständig mit neuen Techniken umzugehen, diese sinnvoll einzusetzen und kritisch zu reflektieren. Dahinter steht auch ein bestimmtes Menschenbild, das kompatibel mit den weiter oben angesprochenen Vorstellungen von Autonomie und Emanzipation steht. Auf der anderen Seite finden sich in der Strategie auch Passagen, die für einen entkernten und instrumentalisierten Bildungsbegriff stehen. Zitat, der Einsatz digitaler Medien muss dabei einen Mehrwert für die Lehre darstellen und sich am Nutzen für die Studierenden und die Lehrenden messen lassen. Ein wesentlicher Mehrwert besteht in der Individualisierung, Flexibilisierung und Verbesserung der Reichweite der Lehrangebote. Hier wird eine ökonomische Lesart sichtbar, nicht nur durch den Begriff Mehrwert, sondern insbesondere durch die mit der Digitalisierung erhoffte Effizienzgewinne in Form von Individualisierung und Flexibilisierung sowie durch Marketing-Effekte dank einer Verbesserung der Reichweite. Individualisierung und Flexibilisierung sind darüber hinaus beliebte Vokabel eines neoliberalen Bildungsverständnisses, das durch die Digitalisierung der Bayern analysiert wird. Das dabei konstruierte Narrativ, das sich mit dem Bildungsphilosophen Gerd Fichtner als Learning Engagement bezeichnet, gemeint als eine systematische Abwertung des Lehrens und zu einer Aufwertung des Lernens. Der Lehrende erscheint an der Sicht des großartigen Fortschritts der Learning Analytics, obwohl die wissenschaftliche Freiheitskurs oder öffentliche Lehrer zu verbunden. Die intelligenten Technologien und smarten Maschinen wissen schließlich selbst besser, was der Lernende gerade braucht und wie es dafür passend analysieren kann. Die Technik steht uns zudem ständig 24/7 zur Verfügung und kann damit weitaus mehr Potenzial als unser humanes Kapital abschätzen. Diese polemisierende Darstellung soll auf eine Problemlage aufmerksam machen, die bisher von der Bildungswissenschaft sehr vernachlässigt wurde. Angst haben die technisch bedingte Umformierung der Vorstellung, die wir von Bildung haben. Da ist zum einen der Prozess, der wie bereits erwähnt, prinzipiell offen und unbeherrschbar ist, sowie zum anderen das Menschenbild, das in den Idealen Autonomie und Selbstbestimmung und Emanzipation verpflichtet ist. Diese normativen Prinzipien, die Strukturleitung für die Institution Hochschule waren, werden durch die Digitalisierung herausgefordert. Dadurch ergibt sich eine Notwendigkeit der Anpassung im Hinblick auf Lehre, Curriculum und Qualitätssicherung. Was nun weiteres Strukturprinzip eines vorgegebenen Strategiebegriffs genannt, das ist jedoch ein erheblicher Unterschied, ob es sich um ein inhärentes Strukturmodell handelt, wie bei der Neugründung der Berliner Universität, die die symbolischen Ideen und Idealen folgten, die spielfähig zu einer Katastrophe war, oder um einen undurchsichtigen Komplex aus ökonomischen und politischen Interessen, der aktuell maßgeblich den Diskurs über die Digitalisierung bestimmt. Mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit von Datenschutz und Datensicherheit wird angezeigt, auf welch unsicheres Terrain man sich begibt, so wie wenn man auf, Zitat, Messaging-Dienste, die auf dem gewerblichen Markt verfügbar sind, zurückgegriffen werden soll. Zum Abschluss möchten wir nun eine kurze Einschätzung geben und die Thesen für weitere Diskussionen entwickeln. Die Strategiebildung in der digitalen Welt geht von einem positiv konnotierten technikdeterministischen Verständnis der Digitalisierung aus, der einerseits als Treiber gesellschaftlicher Veränderungen fungiert und andererseits als Prozess der Veränderung von Lern- und Arbeitsprozessen. Sichtbar wird er jedoch ausschließlich auf der Ebene von Geräten wie Smartphones und Tablets. Die darunterliegende Infrastruktur und die daraus bedingten Handlungsmöglichkeiten werden ausgebildet. Daraus ergeben sich zwei zentrale Herausforderungen. Erstens sind die Strukturprinzipien und Machtverhältnisse der Digitalisierung, die derzeit hauptsächlich im Silicon Valley bestimmt werden und einer ganz bestimmten Ideologie folgen,
so weit aufzuschlüsseln, dass daraus zweitens Handlungsmöglichkeiten für Hochschulen abgeleitet werden können, die einem fundierten Bildungsverständnis entspringen. Einen kleinen Hinweis auf ein solches Vorgehen gibt die Strategie im Abschnitt Open Educational Resources. Diese stehen nämlich in Einklang mit bestimmten Bildungsprinzipien und lassen sich weiter als sogenannte Open Educational Practices ausbauen. Es ist der zeitlichen Einschränkung geschuldet, dass wir nicht ausführlicher auf die skizzenhaft angeschnittenen Themenfelder eingehen konnten. Wir sehen diesen Vortrag daher auch als Startschuss für weitere Forschung, zu der wir Sie alle zum Mitdenken einladen. Dankeschön. Wie gesagt, wir sind ja einem strengeren Zeitregime unterworfen. Aber ich denke, wir könnten jetzt so zwei, drei Fragen zusammenfassen, vielleicht auch kürzere Kommentare. Man muss ja nicht jeden Kommentar in eine Frage tarnen. ja, fangen Sie mal an. Ja, vielen Dank, Max, für den Vortrag. Ich würde gerne an den letzten Aussage anknüpfen wollen. Welche Art von Forschung würdest du Ihnen jetzt sagen, von den Hintergrund einer? Ja. Überlegungen brauchen wir. Ja. Also der Typus von Forschung. Ja. Was würde da aus deiner Sicht eine okay. Ja, vielen Dank. Wir hatten, also bei dem Vortrag war mir nicht ganz klar, ob auch sozusagen die Textsorte, mit der wir es eigentlich zu tun haben hier. Das ist ja ein KMK-Papier. Also Zusammenschnitte sozusagen ganz unterschiedlicher Facetten, die zusammengekommen sind. Und wir haben auch schon mal eine Analyse dann gemacht, sozusagen, wie ist das Papier zustande gekommen und mit welchem Begriff arbeiten wir. Wir haben das festgemacht an dem Medienkompetenzbegriff, der ja auch im Bereich der Schule dann auch definiert wird, wo wir gesagt haben, es fehlt, es sind ja aus verschiedenen Papieren die Dinge zusammengetragen worden. Und es gibt kein einheitliches Konzept, was man eigentlich unter Medienkompetenz versteht. Also wird es nicht entfaltet. Und ich habe den Eindruck, dass es hier ja natürlich ähnlich so, sozusagen bei diesem Bildungsbegriff, sondern es werden sozusagen bestimmte Dinge zusammengetragen, die jetzt sozusagen zusammengeführt werden. KMK-Papier, also sozusagen so, wo der analytische Mehrwert drin steckt, da jetzt diesen Bildungsbegriff nochmal ganz stark zu hinterfragen, weil das ja eine Zusammenstellung von ganz unterschiedlichen Facetten ist, die da zusammenkommt. Ja. Also müssen wir da nicht sozusagen die Textsorte nochmal extra überlegen, was dann mit den Inhalten zu tun hat. Okay, dann zu Gabi, zu deiner Frage. Ich denke, wir brauchen Forschung, die jetzt so ein bisschen tiefer geht, so in diese soziotechnische Infrastruktur. Also wie funktionieren Algorithmen? Was ist Big Data? Wir haben ja morgen auch, ich glaube, zu Learning Analytics auch eine Session. Aber was mir halt immer klarer wird, ist, wenn man sich anguckt, so mit Facebook und USA, Hate Speech, Fake News, Bots und so weiter. Ne? Da braucht sich ja im Untergrund was zusammen. Und da hilft, glaube ich, diese klassische E-Learning-Forschung, wo man in so einem Schonraum war, nicht mehr weiter, sondern man muss da wirklich ein bisschen tiefer graben. Und was jetzt die konkreten Methoden betrifft, bin ich mir jetzt, also da gibt es bestimmt eine ganze Vielfalt, aber das erste Mal, das war mir wichtig, auch nochmal zu problematisieren, ist zu versuchen zu verstehen, ne, was tut sich da und es nicht einfach ausblenden, wir sind hier in unserem Learning Management System und alles ist rosa rot und super, sondern nee, da passieren und ich halte es auch für die Bildungswissenschaft halt unbedingt von hoher Wichtigkeit, sich damit auseinanderzusetzen und dann Standpunkte zu formulieren. Und zur Frage, ja, ich habe das, weil das ist ja nicht sauber jetzt so eine Diskursanalyse, sondern das war jetzt auch mehr so essayistisch jetzt der Vortrag, auch nochmal diesen ganzen Diskurs, den ich ja so verfolge, Bildung, Digitalisierung, ne, und mit was von der Vorstellung wird überhaupt gearbeitet, von Bildung. Und deswegen bin ich dann so ein bisschen auf den Bildungsbegriff. Und es wird natürlich jetzt hier auch deutlich, was Sie sagen, dass da verschiedene Papiere zusammenkommen, dass da kein kohärentes Bildungsverständnis da ist. Aber meine Hoffnung ist ja immer, dass man das so ein bisschen stärkt, dass man auch mal auch andere, nicht nur hier, jetzt bei dieser bildungswissenschaftlichen Tagung, andere Communities involviert, mal drüber nachzudenken, was verstehen wir unter Bildung, wie sehen wir das jetzt im Zeitalter der Digitalisierung, also einfach so ein Verständnisprozess. Und da war es für mich so der Schritt, erstmal zu gucken, was haben die denn da Verständnis. Und es war einfach jetzt ausgewählt,
weil es halt eine Strategie ist zu diesem Digitalisierungsdiskurs, also als ein Dokument. Man hätte auch andere nehmen können, BMBF gibt es ja auch. Aber warum, also Sie haben ja mehrfach auf Humboldt verwiesen, was macht Humboldts Bildungsbegriff so interessant für das Thematik der Digitalisierung? Da kann man doch nachdenken. Ja, die anderen, die gehen ja, so wie ich das sehe, auch schon auf Humboldt zurück. Und das heißt, also bei Humboldt ist es mir wichtig, so gut, dass es halt noch mehr gibt, dieses über Lernen, über kognitive, emotionale und so weiter Prozesse hinaus, sondern auch das, was wir als Menschen, als Persönlichkeitsentwicklung und Menschenbild befassen. Weil ich denke, das ist halt in der heutigen Zeit unheimlich wichtig, weil wir sehen, was da um uns herum passiert, also auch gesellschaftlicher Art. Und dass es da natürlich so bestimmte Ideale gibt, die natürlich auch normativ aufgeladen sind, aber das ist schon hilfreich. Und mein Ding ist ja dann auch, oder meine Herausforderung, wie können wir jetzt so einen Bildungsbegriff für die Digitalisierung aufrüsten. Ich weiß, natürlich gibt es auch modernere Bildungsbegriffe, wir haben ja hier auch einen Raum, die machen da dazu, aber ich wollte das immer so mal ganz, ganz klassisch daran gehen und gucken, wie der uns hilft. Ja, und wie hilft er uns? Ja, indem man uns mal so klar macht, also diese Prinzipien finden wir ja auch mal wieder, also dieses Emanzipation, Autonomie. Aber da wird es halt nochmal formuliert. Und was mich halt auch oft stört, ist, dass dann oft auf Humboldt zurückgegriffen wird, ohne den richtig zu verstehen. Also natürlich jetzt nicht hier in unserem Raum hier, sondern eher von anderen Akteuren aus einem anderen Lager, die dann da gerne so instrumentalisieren und dann ausschlachten wollen und also unser geistesgeschichtliches Erbe damit so zum Vorstand bringen und eigentlich was ganz anderes wollen, als was Humboldt wollte vor 200 Jahren. Ja, tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin, aber mir fällt dabei irgendwie die Relation des Instruments. Digitalisierung ist ein Instrument im Verhältnis zum Inhalt Bildung ein. Also, was ist es denn nun? Bin ich wirklich nicht mehr selbstständig, wenn ich digitale Medien benutze, nur weil ich die darunterliegende Sprache, die kurz nicht verstehe? Habe ich dann wirklich einen Selbstständigkeitsverlust zu verbuchen? Oder ist es mir ein Mittel, ein Instrument, mit dem ich etwas besser, schneller, leichter machen könnte? Ja, das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage, aber genau das ist ja der Prozess, den wir dann Bildung nennen. Also, dass wir auch in so eine Reflexion kommen. Und es gibt ja einen großen Markt an Bildungstechnologien, die Geld damit verdienen wollen und Lösungen verkaufen und die nicht von so einem klassischen Bildungsverständnis, wie ich es hier ausgebreitet habe, ausgehen. Und da wäre eben auch so dann die Idee, mit so einem Bildungsverständnis kritischer hinterfragen zu können, was ist das denn jetzt eigentlich, wie hilft mir das? Und natürlich bin ich jetzt kein Technikfeind, sondern trete ein für einen reflektierten Einsatz von Technik. Letzte Frage. Meint ihr vielleicht auch so jemand wie Marotzkis kategorialer Bildungsbegriff, der sich ja intensiv auch mit Internet, mit digitalen Medien schon auseinandergesetzt hat, auch nochmal heranziehen können und sozusagen aufzubauen? Oder ich verstehe nicht ganz sozusagen, wie warum jetzt gerade dann nur Humboldt, sondern dann müssen wir sozusagen diesen Bildungsbegriff ja auch dann entfalten. Ja. Also was wäre unsere Antwort jetzt da auch darauf? Ja. Letztlich einmal nur zu sagen, also Humboldt ist es jetzt nicht und dann keine Antwort zu haben und dann bei 200 Jahren zurückzubleiben. Dabei haben wir noch viele Ansätze, die aktuell eigentlich da auch schon drauf eingehen. Ja, das wollte ich natürlich in keinster Weise jetzt vernachlässigen, sondern das ist der Zeit und dem straffen Zeitregime geschuldet. Aber ich sehe das auch als Auftrag, also dass ich da an dem Thema noch weiterarbeiten möchte und dann natürlich auch mehr neuere Theorien angucke. Ich will ja auf keinster Weise irgendwie vernachlässigen oder ausblenden, aber dass man mal guckt, so stufenweise die Vorarbeit zu anderen Ansätzen. Das war so mein Ding. Das war jetzt so der erste Auftrag zu dem Thema. Vielen Dank für den Auftrag, Markus. Danke. Wir haben jetzt ein ziemlich wechselndes.